Wir kommen zu euch, wir folgen Ihnen. Schon seit 70 Jahren ziehen wir durchs Land. Vieles kann heilen, wenn jeder öffnet Herz und Hand. Wir singen für Kinder und eine bessere Welt. Durch eure Gaben wird das Leben vieler Menschen erhellt. In Guatemala und vielen anderen Ländern wird sich dadurch vieles zum Guten verändern. Von Herzen für eure Gaben, jene, die wenig zum Leben haben. Gesundheit und Freude im neuen Jahr, es wünscht euch von Herzen eure Sternsingerschar. Mit diesen Gedanken seid ihr in unserer Pfarre unterwegs gewesen, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, die jetzt beim Hochamt dabei sind. Mit einem Applaus wollen wir uns bei euch bedanken. Bitte nehmt Platz in den ersten Reihen auch. Mitfeierten auch alle. Die Sternsinger und euch die Ministranten sind, die Dienste haben, die können hier oben Platz nehmen. Und die Chöre Gedanken haben, die bleiben auch noch vorne. So öffnen wir in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der sich den Völkern geoffenbart hat, als König der Herzen und König der Welt, er sei alle Zeit mit euch. In den Kyrie-Gedanken wollen wir all das, was uns beschäftigt, im Blick auf unsere Mutter Erde, der Güte und Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Gott des Friedens, dort wo Ressourcen knapp werden, kommt es zu Streit unter den Menschen. Wir machen uns auf, um gemeinsame Wege zur Versöhnung zu finden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott der Schöpfung, du hast die Welt mit viel Liebe geschaffen. Wir setzen uns ein zum Schutz für alles, was lebt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gott der Hoffnung, alles, was wir zum Leben braucht, kommt von dir. Wir wollen aufeinander achten, um deine Gaben gerecht zu teilen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, gütige Gott, stärke uns im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe und beschenke uns mit der Freude des ewigen Lebens. Bei diesem Hochamt hören wir die Weihnachtsliedermesse von Johann Bretzenberger. Dieser Komponist stammt aus unserer Nachbarpfarre Burgstall, war Priester in St. Pölten, Dommusikkapellmeister, und Sie werden manches Weihnachtslied entdecken, das im Gesang unseres Chores verpackt ist. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Guter Gott, du bist da, wo Menschen feiern, lachen und weinen. Du kennst unsere Freuden, unsere Sorgen. Segne alle Menschen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden in unserer schwierigen Zeit in dieser Welt einsetzen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Im Halleluja-Ruf wollen wir uns nun auf das Evangelium vorbereiten. Dazu bitte ich euch, aufzustehen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten.
du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sich nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wie schnell doch die Zeit vergeht, so sagen wir gerne. Und so wieder ist ein Jahr Geschichte, 2024 haben wir eröffnet. Und so verbinden wir das heuer mit einem Jubiläum, 70 Jahre Sternsinger-Aktion. Und wir dürfen heute Rückschau halten, wie sich diese Aktion in ganz Österreich großartig entwickelt hat. Bitte, wenn es geht, setzt euch so hin, dass ihr zur Leinwand sehen könnt, die Leute auf der Empore oder auch die Ministranten, Sternsinger, die da sind, die gerne die Bilder sehen wollen, bitte kommt auch im Mittelgang, stellt euch eine Zeit lang in den Mittelgang und schaut euch die Bilder an. Bitte, Hemmer, wenn du uns nun erzählst, wie sich die Sternsinger-Aktion entwickelt hat. In den vergangenen Tagen waren viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ganz Österreich und auch in unserer Pfarre unterwegs. Sie sind Sternsingen gegangen. Sie bringen den Segen und die Botschaft von der Geburt Jesu in die Häuser. Und heuer, wir haben es einerseits auf dem Bild zu sehen und auch oben auf der Girlande, feiert die Dreikönigsaktion ein ganz besonderes Jubiläum. Sie wird nämlich 70 Jahre alt. Diese Girlande haben die Kinder beim Vorbereitungstreffen gebastelt und so kann sie heute unsere Kirche schmücken. Der Ursprung des Sternsingens ist im heutigen Evangelium zu finden. Wir haben es gehört. Sterndeuter aus dem Osten folgen einem Stern und wollen zu dem neugeborenen Kind in der Krippe. Sie bringen ihm Gold,
das steht für den König. Weihrauch, das steht für Gott. Und Myrrhe, das steht für den sterblichen Menschen als Gaben da. Und schon ab dem 2. Jahrhundert wurden die Geschenke als Symbole für die Person Jesus Christus verstanden. Er war und er ist König, Gott und Mensch. Traditionen ändern sich. Im 5. Jahrhundert meint Papst Leo der Große, dass es doch dem gesunden Menschenverstand entspräche, dass drei Gaben auf drei Überbringer hinweisen würden. In der Bibel haben wir keine genaue Anzahl angegeben. Da sind es einfach nur die Sterndeuter. Jeder von diesen drei stand für einen der damals bekannten Erdteile: Afrika, Asien und Europa. Und sie verkörpern der Legende nach auch die drei Lebensalter: Jüngling, Mannesalter und Greis. Im 6. Jahrhundert wurden aus den Sterndeutern dann Könige. Man nahm an, dass nur Könige solche Königsgeschenke überreichen können. Und auch in der Bibel lesen wir von Weissagungen, dass Könige kommen werden, um dem Messias zu huldigen. Der Brauch des Sternsingens geht sogar schon bis ins Mittelalter zurück. Arme Schüler sammelten damals Geld, um sich den Schulbesuch zu finanzieren. Damals war es nicht selbstverständlich, dass Kinder in die Schule gehen konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Sternsingen an unterschiedlichen Orten in Österreich wieder neu aufgenommen. Das war aber nicht irgendwie österreichweit organisiert, sondern war auf Initiative der Pfarrer vor Ort. Wenn die gesagt haben, wir möchten etwas machen, dann wurde auch etwas gemacht. Auf Vorschlag der MIVA, die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft, vielleicht ist sie Ihnen ein Begriff von der Christophorus-Sammlung im Sommer, startete die Jungschar zum Jahreswechsel 1954 auf 55 ihre erste Sternsinger-Aktion. Also ab dann war das eine, oder ab dann gab es wirklich auch diese österreichweite Sternsinger- und Dreikönigsaktion. Im ersten Jahr beteiligten sich 151 Pfarrer und sie ersangen 42.387 Schilling. Das sind umgerechnet 3.080 Euro. Damit konnten sogar drei Motorräder für Missionare in Afrika finanziert werden. Ursprünglich war der Plan oder der Wunsch, dass eines finanziert werden kann, damit diese Missionare auch in die ganzen abgelegenen Gebiete hinreisen konnten. In den ersten Jahren durften nur Burschen Sternsingen gehen. Mädchen durften, wenn überhaupt, nur unverkleidet mit dem Stern mitgehen. Es hat aber nicht lange gedauert, da sind dann auch Königinnen unterwegs gewesen. Heute sind 2/3 Mädchen oder junge Frauen, die als Sternsingerinnen unterwegs sind. Von Beginn an ist die Hauptaufgabe der Sternsinger, dass sie die Friedensbotschaft, die Freude über die Geburt von Jesus und den Segen für das neue Jahr in die Häuser bringen. Das war damals so und so ist es auch heute. C, M und B auf den Türen heißt nicht Kaspar, Melchior und Balthasar, man kann es sich zwar gut damit merken, sondern es heißt Christus Mansionem,
Benedikat. Übersetzt: Christus segne dieses Haus. Aber Sternsingen ist noch mehr als das. Sternsingen ist Hilfe unter einem guten Stern. Anfänglich war es ein Projekt, das unterstützt wurde. Mittlerweile werden jährlich über 500 Hilfsprojekte, vor allem in Asien, Afrika und Südamerika, unterstützt. Heuer ist das Schwerpunktsland Guatemala und dort ist der Schwerpunkt der Kinderschutz. Aber es gibt noch viel mehr Projekte, zum Beispiel die Hilfe zur Selbsthilfe für sauberes Trinkwasser in Kenia. Und solidarische Nächstenliebe bedeutet, benachteiligten Menschen zur Seite zu stehen. Hier als Beispiel in Ghana, wo die lokale Bevölkerung gegen die negativen Auswirkungen und auch die Ausbeutung durch den Goldbergbau geschützt wird und auch verteidigt wird. Und auch in Österreich wird die Bildungsarbeit sehr gefördert. Damit möchte Bewusstsein geschaffen werden für positive Veränderungen. Ein Beispiel dafür sind die Besuche der Projektpartner und Partnerinnen, die auch im Advent in der Diözese St. Pölten in einigen Pfarren unterwegs waren. Die österreichische Dreikönigsaktion ist auch mit anderen europäischen Sternsinger-Organisationen gut vernetzt. Hier sieht man jetzt ein Foto vom gemeinsamen Besuch im EU-Parlament im Jahr 2016. Das heißt, nicht nur in Österreich sind Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs. Sternsingen für eine gerechte Welt. In 70 Jahren wurden insgesamt 520 Millionen Euro gesammelt. Das ist ganz schön beachtlich, wenn man an die 3.000 Euro im ersten Jahr denkt. Auch die Sternsinger-Aktion ist natürlich gewachsen. Sie findet mittlerweile in fast allen der ca. 3.000 österreichischen Pfarren statt. 85.000 Kinder und Jugendliche und 30.000 Erwachsene verkünden die Weihnachtsbotschaft Leben, Brauchtum und Nächstenliebe. In unserer Pfarre in Steinerkirchen waren 27 Gruppen mit 28 Begleitern und 120 Kindern unterwegs. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement. Heute haben wir eine ganz schön große Gruppe da. In der ersten Messe waren es 10 Sternsinger und ich glaube, wir haben jetzt knapp 40 gezählt. Ganz besonders möchte ich mich auch noch namentlich bei den Hauptverantwortlichen der heurigen Sternsinger-Aktion bedanken. Sie sind oft im Hintergrund, aber es ist auch ganz schön viel Arbeit. Man denkt sich, es ist jedes Jahr das Gleiche. Es werden Häuser gebaut, es kommen Wohnungen dazu, es zieht irgendwer weg, die Pläne müssen wieder überarbeitet werden, es müssen die Gruppen eingeteilt werden, die Begleitpersonen. Das heißt, es ist nicht zu wenig, natürlich dann auch die Kinder betreut beim Anziehen. Ganz schön viel Arbeit und da möchte ich eben bei den Hauptverantwortlichen Danke sagen. Karin Zehetner, Andrea Kronister, Anita Hochholzer, Gabi Tiefenbacher und Manfred Mitterer, die heuer, oder eigentlich muss man ja schon sagen, im letzten Jahr diese Sternsinger-Aktion mit so vielen Kindern, mit so vielen Erwachsenen, mit so vielen Jugendlichen wieder ganz toll durchgeführt haben. Ich darf schon verraten, wir haben wieder ein Rekordergebnis. Wie hoch das ausgefallen ist, werden wir dann zum Schluss bei den Verlautbarungen hören.
Liebe Hemma, danke, dass du uns heute davon erzählt hast. Zu den Fürbitten bitte ich euch aufzustehen. Dem Messner bitte ich auch, ein bisschen mehr Licht wiederum zu machen in der Kirche. So viele Menschen bemühen sich trotz großer Schwierigkeiten für ein gutes Zusammenleben und setzen sich für ein friedliches Zusammenleben ein. Wir bitten für alle Menschen, die durch Konflikte und Krieg betroffen sind, lass uns alle Wege für ein friedliches Zusammenleben beschreiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Unsere Geschwister im globalen Süden sind besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen. Wir bitten dich, gib ihnen Hoffnung und Hilfe. Führe sie auf neue Wege zu einem glücklichen Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Sternsingerinnen und Sternsinger bringen den Menschen, die sie besuchen, Licht und Freude. Wir bitten dich, öffne unsere Türen und Herzen, damit wir gegenseitig immer wieder zum Segen füreinander werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Als Sternsinger und Sternsingerinnen sind wir mit vielen Menschen auf der Erde verbunden. Wir bitten dich für unsere Mutter Erde. Lass uns gemeinsam für unsere Welt sorgen, damit alle Menschen ein gutes Leben haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die schon gestorben sind. Wir bitten dich, begleite du sie auf ihrem letzten Weg und schenke ihnen den ewigen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du lädst uns nun zu deinem Festmahl ein. Wir loben und preisen dich in alle Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich darf euch bitten, die Mitfeiern hier in der Kirche oder auch die über YouTube heute mit uns verbunden sind, im Gotteslob Nummer 811 aufzuschlagen und mitzusingen. Ein Stern mit hellem Brande, drei König rief geschwind, 811.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der allmächtige, ewiger Gott, ihm und überall zu danken. Christus ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies
zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Steh bleiben, steh bleiben. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wir sind bei diesem Hochamt am Dreikönigstag in besonderer Weise im Gebet verbunden mit dem Anliegen für verstorbenen Gatten und Vater Josef Verhofer aus Wolfpassing. Wir begleiten auch das Anliegen für verstorbene Geschwister Anna, Josef, Maria und Leopoldine Gleis und Schwager Alois Glössmann. Wir begleiten auch im Gebet für verstorbenen Gatten Vater Opa und Urli Opa Leopold Hartl aus Buch und als Dank und Bitte. Und in besonderer Weise sind wir auch verbunden mit Familie Grabenschweiger aus Ochsenbach für verstorbenen Vater, Opa und Uropa Johann. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zum Gebet des Herrn darf ich euch bitten, alle Sternsinger, dass wir einen großen Kreis auch machen rund um den Altar. Man kann sich auch auf die Stufen zum Hochaltar stellen. Bitte kommt heraus.
bitte das Team, bitte ich um, dass ihr die Kinder ordnet, ein bisschen mithelft. Auch alle anderen Kinder, die irgendwo da sind, bitte kommt nach vorne, wer sich nach vorne traut, nehmt Papa, Mama mit, dann geht das noch einfacher. Gemeinsam wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir einander ein Zeichen des Friedens, der von Christus als Kind in der Krippe ausgeht. Die Sternsinger bitte ich, stehen zu bleiben. Steiner, bitte ich, ein Foto zu machen, wenn so die Sternsinger so rund um den Altar stehen. Dort der Eder Markus ist verschwunden, oder? Bitte, Markus, noch einmal. Jetzt ist die Leinwand weg. Das sind immer so einzigartige Momente, auch im Kirchenjahr.
Seht Jesus Christus, den Friedensfürst, im Zeichen des Brotes. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir sind gekommen, um ihm zu huldigen. Das Brot ist
Lasset uns beten. Guter Gott, mit ihrem Stern leuchten uns die Kinder den Weg zu dir und zu allen Menschen. Gestärkt durch deine Liebe können wir unseren Weg fortsetzen, damit wir zum Segen für unsere Welt und unsere Mitmenschen werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hören wir noch die Verlautbarungen für den Dreikönigstag. Verlautbarungen Dreikönigstag. Mit einem Zwischenergebnis von 18.703,17 € konnte die Sternsinger-Aktion durchgeführt werden. Dies ist dank ihrer Großzügigkeit wieder ein neuer Rekord, denn es sind um rund 200 € mehr als 2023. Bei der Weihnachtskrippe in der Marienkapelle sind die Heiligen Drei Könige eingetroffen. Bitte schauen Sie nach und lassen Sie sich tief im Herzen von Weihnachtsgeheimnis berühren. Die Gottesdienstordnung für Jänner finden Sie bei den Kirchenausgängen. Ich bitte Sie, in den nächsten Tagen die Jahresbeiträge für die religiösen Zeitschriften zu bezahlen. Neue Besteller für die Kirchenzeitung Leben jetzt und Alle Welt sind herzlich willkommen. Morgen Sonntag, 7. Jänner, feiert die Kirche das Fest der Taufe des Herrn. Mit diesem Fest wird die Weihnachtszeit abgeschlossen. Bei der zweiten Messe um 10 Uhr musiziert eine Zittergruppe. Um 11 Uhr wird Aaron Schragel aus Wolfbassing getauft. Das Pfarrstüberl ist heute geöffnet und Ihnen allen einen gesegneten Dreikönigssonntag. Nochmals vergelt's Gott unseren Sternsinger-Team und allen, die da mitgeholfen haben. Mit dem Applaus wollen wir uns bei euch bedanken. Wie es für euch nach dem Schlusssegen weitergeht, wird uns nun unsere Pastoralassistentin Hemmer erzählen. Die Sternsingerinnen und Sternsinger bitte ich, dass ihr euch jetzt gleich wieder aufstellt. Ganz vorne die Sternträger und dann alle anderen. Es ist jetzt die Reihenfolge egal. Einfach in einer Zweierreihe wieder im Mittelgang aufstellen. Die Sterne kommen schon. Ihr schaut dann nach vorne zum Altar. Wir machen wieder gemeinsam die Kniebeuge nach dem Schlusssegen und werden dann ausziehen hinten beim Turm hinaus und dann dürft ihr euch wieder umziehen. Also ganz vorne die Sterne in der Zweierreihe und dann alle anderen Königinnen und Könige anschließen. Und zum Schlusssegen bitte ich euch alle aufzustehen und die Könige und Königinnen drehen sich zum Altar. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Schwestern und Brüder. Amen. Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe euch auf dem Weg eurer Pilgerschaft zum ewigen Ziel. Amen. Das gewähre euch der dreinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Ich habe noch etwas vergessen. Bitte, Herr Resch, noch kurz warten. Mit dem Orgelspiel, denn eine junge Frau aus unserer Pfarre bekommt noch ein Dekret überreicht. Anna, wenn du bitte schnell zu mir kommst. Du bist jetzt ja ganz wichtig in der Pfarre, wie immer, in der Jugend schon überall aktiv. Und du hast jetzt auch diesen Ehrendienst des Kommunionhelfers übernommen. Bist du noch Kommunionhelferin? Wir alle freuen uns sehr, wenn dieser Dienst auch von jungen Gesichtern ausgeübt wird. Und du bekommst ein offizielles Bestellungsdekret der Diözese, weil das ist ja ein kirchlicher Ehrendienst, den man da ausüben darf. Wir gratulieren dir. Applaus.